Was geht ab, meine lieben Saiyajin-Freunde? Xenos wieder am Start. Heute eine kleine Kino-Review zum Dragon Ball Super Superhero-Film. Meine Meinung werdet ihr jetzt hören. Es kann zu kleinen Spoilern kommen, also wenn ihr das nicht hören wollt, macht weiter. Let's go! Dragon Ball Super Superhero! Ich bin anfangs in den Film mit gemischten Gefühlen reingegangen, wegen dem ganzen CGI und so. Ich war erstmal ein bisschen vorsichtig, was ich davon halten soll, aber am Ende, ich habe mich relativ schnell an diese neue Grafik gewöhnt. In 2-3 Minuten bist du auf jeden Fall drin und merkst das nicht mehr so krass. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand mega nice, dass mal wieder andere Charaktere in den Vordergrund gerückt werden. Nicht wie immer diese Standardleier Goku Vegeta. Also das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt von mir. Gohan, Piccolo endlich wieder vorne an der Front. Auch Piccolo habe ich sehr vermisst, dass der mal wieder Action zeigt. Und das war auf jeden Fall der Fall. Wir haben wieder krasse Piccolo-Action, wir haben krasse Gohan-Action. Und dafür muss ich den Film auf jeden Fall sehr loben. In Japan konnte der Film leider nicht die gleichen Zahlen erreichen, wie jetzt zum Beispiel der Vorgänger Dragon Ball Super Broly oder auch viele andere Anime-Filme. In Japan ist der zahlentechnisch etwas gefloppt und dafür halt auf der restlichen Welt mega Erfolg, also teilweise wie in den USA der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten, also zum Start. Und viele haben gesagt, dass das an dem CGI liegt, aber ich muss euch sagen, nein, denn die Japaner, die sind nicht so gegen das CGI wie jetzt wir Europäer oder so. Die Japaner feiern das sogar sehr. Ich denke eher, dass die Japaner ein Problem damit hatten, dass Son Goku und Vegeta nicht die Hauptrollen waren. Was wiederum wir Europäer oder die aus den USA mega feiern, dass wir endlich wieder krasse Gohan-Action bekommen. Und die neuen Formen sind auf jeden Fall auch mega nice. Also Gohans neue Form, Piccolos neue Form, fand ich richtig krass. Einen negativen Punkt muss ich auch loswerden, und zwar es geht um Cell. Cell fand ich jetzt nicht atemberaubend. Also im Vergleich zu dem alten Cell, den wir damals hatten, gar kein Vergleich. Also ich hätte das ein bisschen mehr ausgebaut. Man hätte den Cell so machen können, wie er dargestellt worden ist, aber man hätte da noch ein bisschen mehr Tiefe einbauen müssen. Hättet ihr dem Film noch 30 Minuten mehr gegeben, ich weiß, auch wenn ihr immer da knapp in der Zeit seid mit den 100 Minuten, aber hätte man dem Film noch 30 Minuten mehr gegeben und hätte vielleicht irgendwie was eingebaut, dass der einen oder beide von diesen neuen Cyborgs diese Gammas da absorbiert und dann ein richtig krasser Cell wird mit Intelligenz und allem drum und dran, dann halt noch mit einem krassen Fight da eingebaut, das wäre auf jeden Fall nice geworden. So in der Art ungefähr. Son Gohans neue Form, ultra krass, aber halt viel zu schnell zu Ende. Was haben wir da gesehen? Der hat mit der neuen Form Cell einen Kick gegeben und dann die Höllenspirale, das war's. Die Höllenspirale auf jeden Fall auch sehr nice. Krass, dass wir Gohan mal sehen, wie er die Technik von seinem Meister einsetzt und damit den neuen Feind besiegt. Auf jeden Fall mega nice gelungen. Auch die visuellen Effekte von der Höllenspirale-Verwandlung, pipapo. Unnormal krass, das Feeling im Kino, die Stimmung, richtig krass. Also die Premiere war ultra nice und ich empfehle euch auf jeden Fall, den Film am 30. im Kino zu gucken. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, denn das ist eine einzigartige Stimmung. Macht mega Spaß, wie eine Achterbahnfahrt. Glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Ich gebe dem Film 7 von 10 Punkten. Ach komm, wegen der Nostalgie, 8 von 10 Punkten. Der Film macht auf jeden Fall echt Spaß zu gucken. Also, zieht ihn euch rein, Freunde. Peace. お尻をもうちょっとキュッて上げてもらおうかな。